Das Sesam, das habe ich. Okay, den hast du geröstet? Ja, genau. Okay, warum? Das habe ich, wenn man den röstet, dann schmeckt das einfach ein bisschen schöner. Ja. Das schmeckt ein bisschen runder, viel, viel nussiger. Und ich habe das so gemacht, dass ich beim Rösten hingegangen bin und habe es gerade in den Grill gestellt und habe während der Aufheizphase beim Grillen das geröstet. Und somit brauche ich keine zusätzliche Energie. Jetzt sind wir mal wieder auf den 240 Grad. Das hat nicht die ganze Zeit geklappt. Ja. Und ich vermute, wir sind leider noch nicht ganz fertig. Ja. Aber das lässt sich schnell rausstellen. Ich gehe mal mit dem Thermometer rein. Und ich stelle fest, wir haben erst knapp 50 Grad. Das heißt, mir fehlen noch 12 Grad. An was liegt das? Warum verkalkuliere ich mich so? Heute haben wir extrem viel Wind. Ja, hier. Extrem viel Wind. Der Grill steht voll im Wind. Der Wind bläst hier rein, da rein. Ja. Und das verzögert mir die Zeit ein bisschen. Und das dürft ihr daheim natürlich auch ein bisschen mit kalkulieren. Hab dann Platz, wo es windstill ist. Ist das immer, sag ich mal, labormäßig fast schon korrekt. Aber seid ihr ganz draußen in der Natur, so wie ich jetzt im Wind, dann ist es meist ein bisschen schwieriger. Aber jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar habe ich sehr, sehr viel Feedback gekriegt. Und dieses Feedback, was gekommen ist von den letzten Videos, war eins dabei, wo einer mir geschrieben hat, er hat, wo das Gericht Polofino nachgemacht hat, hat bei ihm die Soße eingekocht. Dann habe ich ein bisschen nachgehakt und habe mal ein bisschen zugehört, was er für ein Werkzeug verwendet hat. Und er hat tatsächlich eine Gusspfanne verwendet. Ria, bringst du mir mal das Werkzeug bitte? Ja, klar. Und da kann ich hier euch mal einen kleinen Tipp geben. Hier habe ich einmal eine Keramikpfanne, ja, kann ich genauso gut erhitzen und verwende zum Grillen, zum Backen wie alles andere. Hier habe ich Gusspfanne. Wenn ich die Gusspfanne verwende, schon wenn ich die in die Hand nehme, dann wiegt die nahezu fast ein Drittel, schon fast die Hälfte mehr, die Gusspfanne wie das. Das heißt, die Gusspfanne nimmt viel mehr Energie auf. Wenn ihr hier drin was kocht oder wenn ihr hier drin was grillt, dann kocht es natürlich viel, viel stärker nach. Ja? Und dann müsst ihr ein bisschen beachten, was ihr für einen Grill habt. Habt ihr einen kleinen Grill, habt ihr einen großen Grill. Und deshalb mache ich immer solche Temperaturangaben von bis. Ich sage jetzt immer so eine Range drin, zwischen 20, maximal 30 Grad plus minus. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ihr hier drin was bratet und gart oder ob ihr hier drin bratet und was gart. Für mich persönlich, das ist mein Favorit. Den nehme ich unheimlich gern für Aufläufe und zum Backen. Aber wenn ich was brate tue und wenn ich Soße mache, nehme ich das. Aber dann könnte mit der Temperatur ein bisschen runtergehen. Vielen Dank für das Feedback und für die konstruktive Kritik. Ria hat eine super tolle Frage gestellt, ja, die ich als Fachmann immer wieder vergesse. Ria, bitteschön. Missest du bei deiner Tomate auch die Kerntemperatur? Ja klar, ich meine, das ist ein Hackfleisch. Ja. Ich kann das zwar fühlen und ich kann das bestimmen, aber das ist daheim natürlich ist ein bisschen kritisch. Ja. Da empfehle ich euch eine Temperatur von, also ich esse schon ab 62 Grad. Ja. Dann hat das Hackfleisch so eine richtig schöne, lockere Konsistenz. Aber bis 68, 72 Grad auch kein Problem. Das hier vorne, das gehört eigentlich nicht ins Rezept, das steht auch nicht drin. Das nenne ich mal, ja, Eitelkeit. Ja. Ich bin Koch von Beruf, in der Hauptsache, und ich grill nicht nur. Und für mich gehört es natürlich dazu, dass wenn man was anrichtet, damit es auch ordentlich und schön aussieht. Das ist nichts anderes wie, ich habe im Schrank noch gefunden, ein paar Glasnudeln und habe die ganz, ganz kurz bei 160, 170 Grad frittiert. Dann poppe die auf, sieht super aus, gibt einen super Crunch, ja. Und schon seid ihr wieder der Chef, wenn er was serviert.